Ein normaler Tag. Du steigst in dein schwebendes, selbstfahrendes Auto ein. In Rekordgeschwindigkeit wirst du durch Hyperloop-Tunnelsysteme an dein Ziel katapultiert. Mit einem implantierten Computerchip tippst du eine Nachricht an deinen Roboter-Butler. Vor ein paar Jahren sind die ersten Menschen auf dem Mars gelandet, wo gerade eine Kolonie für 1 Million Menschen aufgebaut wird. Elon Musk ist nicht mehr der reichste Mann der Welt, denn er hat schon längst all seinen materiellen Besitz aufgegeben und betreibt einen Süßigkeitenladen. In einem Cage-Match hat er seinen Rivalen Mark Zuckerberg bezwungen. So könnte die Welt heute aussehen, wenn die Zukunftsversprechen von Elon Musk tatsächlich wahr geworden wären. Was ist passiert? Elon Musk. Tesla, SpaceX, Twitter. Einer der drei reichsten Menschen der Welt. Viele verehren ihn als visionäres Genie, das die Welt retten will. I love you. Love you too. Are you sincerely trying to save the world? Well, I'm trying to do good things, yeah. Doch besonders seit seiner Übernahme von Twitter, jetzt X, steht er auch vermehrt wegen der Verbreitung von Falschinformationen und Verschwörungstheorien in der Kritik. I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it. Go yourself. Is that clear? Der Vorwurf? Musk lügt absichtlich, um seinen Mythos als Visionär aufzubauen. Aber was ist die Wahrheit über Elon Musk? Elon Musk erzählt seine Story so. Am 28. Juni 1971 wird er im südafrikanischen Pretoria inmitten der Apartheidzeit geboren. Sein Vater betreibt ein kleines Maschinenbauunternehmen. Als Elon 9 ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Elon beschließt, bei seinem Vater zu wohnen, was er später bereut. It's very violent. It was not a happy childhood. Elon beschreibt eine schwierige Kindheit. Er habe keine Freunde gehabt, sei von anderen Kindern gemobbt worden und habe sich deshalb in Bücher und Computerspiele gestürzt und so sein Interesse fürs Programmieren entdeckt. Mit 13 habe er sein erstes Computerspiel entwickelt. So früh es geht, flüchtet er sich nach Kanada, wo er bei entfernten Verwandten unterkommt und sich mit verschiedenen Jobs über Wasser hält. Er studiert Physik und Wirtschaft, erst in Kanada, dann ab 1992 mit einem Visum in den USA. Mit 23 zieht er ohne Geld und hochverschuldet in Silicon Valley und gründet mit seinem Bruder das Internet-Startup Zip2. Anstatt eine Wohnung zu besorgen, haben wir uns einfach ein kleines Büro gemietet und auf dem Sofa geschlafen. Wir hatten nur einen Computer. Daher war die Website tagsüber online und ich programmierte nachts. 7 Tage die Woche, die ganze Zeit. Doch die harte Arbeit zahlt sich aus. Denn nach ein paar Monaten werden Investoren auf die Brüder aufmerksam und die Elon Musk-Erfolgsstory nimmt ihren Lauf. So zumindest Elons Version der Dinge. Dabei lässt er jedoch gerne ein paar Details aus. Spulen wir zurück. Elons Vater war zwar gelernter Ingenieur, doch verdiente er in den 80ern sein Geld in Sambia, wo er an dem illegalen Abbau von Smaragden beteiligt war. Die Edelsteine verkaufte er dann für ein Vielfaches weiter. Die Musk-Familie war deshalb zu der Zeit sehr wohlhabend. Wir waren sehr reich. Wir hatten teilweise so viel Geld, dass wir unseren Safe noch nicht mal zubekommen haben, erinnert sich sein Vater. Als Teenager soll Elon sogar mit Smaragden in seiner Hosentasche herumspaziert sein. Er selbst streitet heutzutage ab, dass es dieses illegale Smaragdgeschäft jemals gab. Und das, obwohl er 2014 noch selbst damit angegeben hat. In Südafrika hatte mein Vater einen Privatflieger und einen Anteil an einer Smaragdmine in Sambia. Wir hatten das Flugzeug voll mit Schmuggelware. Elons Vater behauptet zudem, dass er seinem Sohn während der College-Zeit regelmäßig Geld aus diesen Geschäften zugeschickt und auch das erste Startup mit $28.000 unterstützt hätte. Als Gründer der Firma ist neben Elon und seinem Bruder außerdem noch ein reicher Freund seiner Eltern dabei. Also hatte Elon auf seinem Weg, zumindest finanziell, doch etwas mehr Hilfe, als er zugeben möchte. Aber was ist mit den Visionen hinter seinen Firmen? Elon erinnert sich, dass er als Kind oft in Gedanken versunken war. Er habe so intensiv über Dinge nachgedacht, dass er sonst nichts mehr mitbekam. Die anderen Kinder hätten ihn dafür ausgelacht. Ich glaube, als ich 5 oder 6 Jahre alt war, dachte ich, ich sei verrückt. Warum dachtest du, dass du verrückt bist? Weil es offensichtlich war, dass andere Menschen nicht, dass ihr Gehirn nicht ständig von Ideen überflutet wurde. So. In seiner College-Zeit beginnt er, diese Ideenflut zu ordnen. Als ich auf dem College war, gab es 3 Bereiche, von denen ich dachte, dass sie die Zukunft der Menschheit am meisten beeinflussen würden. Das waren das Internet, der Übergang zu einer nachhaltigen Energie- und Verkehrswirtschaft und der 3. war die Raumfahrt.
Mit Innovation in diesen Bereichen will Elon die Welt verändern. 1995 verlässt er die University of Pennsylvania mit einem Abschluss in Physik und Wirtschaft, bricht dann aber nach nur 2 Tagen seine geplante Doktorarbeit in Materialwissenschaften an der renommierten Stanford University ab. Denn Elon erkennt das Potenzial der aufkommenden Internetwelle und will diese nicht verpassen. Der erste große Online-Boom, Elon steigt zum perfekten Zeitpunkt ein mit seinem innovativen Startup Zip2. Noch erfolgreicher ist er mit seinen nächsten Zukunftsvisionen. PayPal, Tesla und SpaceX, die ihn nicht nur zum Milliardär machen, sondern wegweisend für zukünftige Technologien und Geschäftsmodelle sind. Elon ist es wichtig, nicht primär als Investor oder Unternehmer gesehen zu werden, sondern als Ingenieur mit krassen Physikkenntnissen. Alle denken, ich sei ein Geschäftsmann oder so etwas. Nein, ich mache Ingenieurarbeit und Produktion und solche Sachen. Hardcore-Ingenieurarbeit. In der Presse wird er als großartiger Erfinder oder von Natur aus begabter Ingenieur gefeiert. Aber halt, spulen wir kurz wieder zurück. Was genau hat Elon eigentlich erfunden? Mit seiner ersten Firma Zip2 liegt er voll im Trend. Denn Mitte der 90er haben viele denselben Gedanken. Ein Online-Stadtführer, so etwas wie Google Maps heutzutage. Doch Zip2 kann sich nicht gegen die größere Konkurrenz durchsetzen und wird 1999 verkauft. Auch bei seiner nächsten Erfindung, dem Finanzstartup X.com, ist Elon einer von vielen, die eine ähnliche Vision haben. Doch PayPal ist der zu der Zeit beliebtere Online-Finanzdienst. Elon profitiert, als sein weniger erfolgreiches Startup im Jahr 2000 mit dem Konkurrenten zusammengelegt wird. Aber was ist mit seiner Vision für Tesla, die erfolgreiche Firma, die Elon in den Jahren danach gegründet hat? Naja, obwohl er in der Presse oft als Gründer von Tesla beschrieben wird, steigt Elon 2004 erstmal nur als Investor in die Firma ein, die 2 Ingenieure bereits ein Jahr zuvor gestartet hatten. Doch Elon ist es wichtig, als das alleinige Gesicht des Unternehmens wahrgenommen zu werden. Er droht, das PR-Team zu feuern, sollte er nicht mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und als einer der ursprünglichen Gründer klagt, dass Elon ihn verdrängt hätte, einigen sich die beiden außergerichtlich. Und Elon darf sich fortan Gründer nennen. Obwohl Elon also an vielen zukunftsweisenden Technologien beteiligt war, kann er kaum als alleiniger Visionär oder gar Erfinder hinter diesen Innovationen gelten. Trotzdem feiert Elon als Chef dieser Firmen riesige Erfolge. Als Zip2 1999 verkauft wird, kassiert der 27-jährige Elon 22 Millionen Dollar. Plötzlich ist er Multimillionär und als junges Startup-Genie in aller Munde. Er wird fürs Fernsehen interviewt und kauft sich ein teures Auto. Mit seinem nächsten Business X.com bzw. PayPal kann er gigantische 180 Millionen Dollar einstecken, als es 2002 von eBay gekauft wird. Und durch den explodierenden Aktienwert von Tesla wird er später zum reichsten Mann der Welt. Anfang 2024 beträgt sein Vermögen inzwischen 244 Milliarden Dollar. Um sich das vorzustellen, würde man sein Vermögen in einen Dollarschein hintereinander auslegen, hätte diese Kette eine Länge, mit der man 44 Mal zum Mond und zurückreisen könnte. Doch diese Zahlen täuschen darüber hinweg, dass seine Vergangenheit als CEO nicht ganz so glatt verlief. Gehen wir noch einmal zurück. Nachdem Investoren bei Zip2 einsteigen, wird auf deren Wunsch ein erfahrener CEO angestellt, der professionelle Programmierer beauftragt, Elons Do-It-Yourself-Code neu zu schreiben. Elon ist unzufrieden. Er will das Gesicht einer innovativen Firma und auf dem Cover des Rolling Stone Magazins sein. Nachdem er und sein Bruder wegen dieses internen Machtkampfs einen wichtigen Geschäftsdeal sabotieren, muss die Firma schließlich verkauft werden. Die damalige Presse spricht von einer Rettungsaktion. Auch bei X.com trauten ihm Investoren erneut nicht die Rolle als CEO zu. Das junge Unternehmen hatte einen schweren Start. Es werden große Sicherheitsrisiken entdeckt. Als X.com daraufhin mit dem viel beliebteren Dienst PayPal zusammengelegt wird, kann Elon sich im Jahr 2000 kurzzeitig als CEO etablieren. Doch durch sein Festhalten an dem Namen X.com, den viele Nutzer laut einer Umfrage eher mit einer Pornoseite in Verbindung bringen, kommt es zu Konflikten. That caused the management team to decide that I wasn't the right guy to run the company. Nach nur 6 Monaten wird Elon als CEO ersetzt. Wegen seiner Firmenanteile wird er bei dem Verkauf an eBay trotzdem reich. Erst nachdem er sich in einem langjährigen Streit mit den ursprünglichen Gründern von Tesla durchsetzt und 2008 CEO des Autoherstellers wird, kann er sich endlich als erfolgreicher Firmenchef neu erfinden. Er bringt Tesla erfolgreich an die Börse, setzt sich gegen die Konkurrenz durch und macht E-Autos weltweit attraktiv. Errungenschaften, die sich trotz Berichten über ein ausbeuterisches Arbeitsumfeld, sexuelle Übergriffe und Wutausbrüche nicht abstreiten lassen. Elon Musk. Der reichste Mann der Welt hat es neben harter Arbeit auch so weit nach oben geschafft, weil er sich und seine Vision gut verkaufen konnte.
Doch der Mythos rund um Elon Musk als visionärer Milliardär, der sich alles selbst erarbeitet hat, lässt einige wichtige Details in seiner Biografie aus. Denn zu der Geschichte seines Erfolgs gehört auch viel Scheitern, Glück und nicht wenige Widersprüche. Aber was meint ihr? Hat Elon sich sein Vermögen mit seinem Gespür für Zukunftstechnologien verdient? Oder hat er sich mit Privilegien und Intrigen an die Spitze gekämpft? Lust auf eine weitere Erfolgsgeschichte? Dann klick hier. Und ein cooles Video von High Performer Henning ist hier verlinkt. Bis zur nächsten Lebensgeschichte. Der Biograph.